Guten Morgen, Frau Süßmuth. Herzlich willkommen an der NRW School of Governance. Allzu neu sind Sie ja nicht. Sie kennen uns ja schon. Sie sind dieses Semester Gastprofessorin hier für das Seminar für den Kurs Politikmanagement. Heute möchten wir die Gelegenheit nutzen, nochmal intensiver mit Ihnen, auch für die Öffentlichkeit, die Themen zu besprechen, die auch uns sonst im Seminar wichtig sind und am Herzen liegen, nämlich das Thema Einwanderungsgesellschaft. Zuwanderung sehr aktuell, nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch heute. Und auch die Frage, wie die Partizipation von Migrantinnen und Migranten gestärkt werden kann. Und auch die Frage, wie vor allen Dingen Frauen gefördert werden können, die keinen deutschen Pass haben. Ich fange mal mit dem ersten an. Sie haben den Begriff gebraucht, Einwanderungsgesellschaft. Ja. Da muss ich Ihnen sagen, um die Jahrtausendwende war das zunächst ein provokatives Wort. Wir sind kein Einwanderungsland, also auch keine Einwanderungsgesellschaft. Die Realität sprach aber eine andere Sprache, dass wir viele Menschen aus anderen Kulturen in unserem Land haben, nicht nur aus Osteuropa, sondern auch aus Afrika, aus den Ländern der Dritten Welt. Überlegen Sie auch, wie viele aus dem asiatischen und den orientalischen Ländern bei uns sind. Und wir behaupten immer noch, wir seien kein Einwanderungsland. Ich habe damals in aller Naivität auch in meiner Fraktion gefragt, was wir denn sind. Da haben sie gesagt, ein Rotationsland, zu uns kommen Zuwanderinnen und Zuwanderer und gehen wieder. Und dann sage ich, und warum sind so viele hier? Antwort, die gehen auch noch. Jetzt mache ich schnell den Sprung. Und was sage ich jetzt dazu? Und was sagen viele Menschen in diesem Land dazu? Wir haben Einwanderer. Und wir haben zu fragen, wie gestalten wir das? Haben wir überhaupt Steuerungsmöglichkeiten? Ja, die haben wir, aber sie sind begrenzt. Deswegen haben wir damals schon gesagt, wir brauchen Menschen und unsere Migranten, die als Flüchtlinge gekommen sind, brauchen es auch. Andere sind gekommen, weil sie hier in Deutschland arbeiten wollten. Denn wir haben ja schon seit Mitte der 60er Jahre immer wieder nach Menschen gesucht, die nach Deutschland gekommen sind, aus Europa, aus der Türkei, um mit uns zusammen weiterzuentwickeln, zu gestalten. Darf ich Sie hier ganz kurz unterbrechen und fragen, würden Sie behaupten, dass Sie waren ja schon vor vielen Jahren in der unabhängigen Kommission Einwanderung, nicht Einwanderung, Zuwanderung wurde das, ja, ganz wichtig, da ist der thematische, genau, der Begriffsunterschied Zuwanderung. Haben Sie das Gefühl, dass man hätte da schon früher Schlüsse ziehen können, was lernen können, was also auf Basis dessen, was die Kommission herausgefunden hat, dass man die aktuelle Flüchtlingsherausforderung und Krise besser hätte bewältigen können? Dafür waren wir ja eingesetzt worden. Mhm. Als ich den Kommissionsvorsitz und mein Stellvertreter war Hans-Jochen Vogel aus der SPD, als wir diese Aufgabe übernommen haben mit den Kommissionsmitgliedern, ging es darum, ja eine Neuregelung vorzubereiten, die möglichst rasch auch umgesetzt werden konnte, sodass wir eigentlich darauf hofften, wir haben uns systematisch ja jetzt nicht nur als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern es waren ja Menschen aus den verschiedenen Berufsbereichen, aus der Gewerkschaft, aus der Wirtschaft. Wie können wir Vorschläge machen zur raschen Integration und zur Aufnahme von Migranten, die wir nicht als kurzzeitig nur hier haben, sondern längerfristig. Was müssen wir dafür tun? Und das Wort Zuwanderung wurde benutzt, weil ja im Hintergrund immer noch der Konflikt schwelte. Sind wir nun ein Einwanderungsland oder nur ein Zuwanderungsland auf Zeit? Wir haben bis heute zwar viele neue Regelungen getroffen,
Aber wenn Sie sich die aktuelle Diskussion anschauen, dann ist das die Hauptfrage, wann kommt denn nun das Fach, jetzt heißt es ja Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ich muss Ihnen sagen, dies hat immer auch zu tun, die einen werden bleiben und die anderen werden auch wieder gehen oder auch in ein anderes Land gehen. Das hat es in all den Jahren gegeben. Sind ja nicht alle Spätaussiedler in Deutschland geblieben. Und deswegen sollten wir uns jetzt nicht ständig über Begriffe streiten, sondern fragen, wie schaffen wir denn etwas? Das war schon zu meiner Zeit, gerade um 2000, ganz wichtig. Welche Sicht haben die Migrantinnen und Migranten selbst auf dieses Thema und wie können wir sie beteiligen? In meiner Kommission war ein Mitglied, wir konnten das nicht selbst auswählen, das ein Migrant war. Mhm. Und wir wissen heute, wie wichtig es ist, dass wir nicht anderen Konzepte überstülpen, an denen sie gar nicht mitgewirkt haben. Das ist ein gutes Stichwort zum Thema Partizipation von Migranten und Migrantinnen. Was glauben Sie, also welche Strukturen müsste man noch schaffen, damit die Partizipation von Migrantinnen und Migrantinnen verstärkt einfach sichtbar wird und vernetzt? Wir haben ja seit der Zeit strukturell einiges verändert. Sehen Sie, um das Jahr 2000 bekamen die Migrantenorganisationen im Wesentlichen kein Geld. Nee, also wenn die zu uns in die Kommission eingeladen wurden, dann hatten wir ja Mittel, um sie zu finanzieren. Da sind ja jetzt doch seit einigen Jahren Förderungen geschaffen worden. Wir haben auch bei den Kommunen sehr viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in kleineren und größeren Gemeinden, die Migranten beteiligen. Umgekehrt ist es bei den Migranten so, dass sie sind erst fremd. Auch sie müssen das Gefühl haben, wir werden wirklich gebraucht. Das ging ja selbst unseren Ehrenamtlichen so, haben sich über alle Maßen eingesetzt, um zu helfen bei dieser Aufnahme von Flüchtlingen. Und dann wurde hinterher gesagt, wir brauchen euch nicht mehr, es kommen ja keine mehr. Die Jahreszahlen sprechen eine andere Sprache. Es kommen etwas weniger, aber der Zustrom ist nicht geblockt. Oder wir haben ja bestimmte Wege verbaut, also die Mittelmeerwege zum Beispiel. Aber wichtig ist, die bereits hier sind, und das sage ich gerade, die schon seit langem hier sind, die in den 60er Jahren gekommen sind, sind oft eine ganz wesentliche Unterstützung für die Neuangekommenen. Und da ist es uns wichtig, dass wir gerade die Beteiligung, wir nehmen euch ernst, wir müssen gemeinsam lernen, das, was unsere Lebensform ausmacht, dass wir die miteinander leben können. Also insofern auch, was sind unsere Werte? Das ist auch wieder ein sehr gutes Stichwort zu unserem letzten Block. Wir haben uns gefragt, inwiefern die Menschen, die dann neu in unsere Gesellschaft kommen und auch manchmal von sehr, sehr fern und von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Wie kann man da das Frauenbild oder das Frauenrollenbild, was in Deutschland vorherrscht, heißt auch einfach diese Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auf allen Ebenen, wie kann man das Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen näher beibringen und so eine Art Synthese oder vielleicht Symbiose schaffen oder Brücken zu bauen zwischen dem, was zu Hause passiert. Ein paar Punkte dazu. Zunächst müssten wir uns selbst noch mal erinnern, wie lange es bei uns gedauert hat, bis Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und wir arbeiten noch immer dran. Wir sind ein großes Stück weitergekommen, aber jetzt erwarten wir von den Menschen aus anderen Kulturen, dass sie das ruckzuck schaffen. Und das wird uns nicht gelingen. Aber
je stärker wir sie einbeziehen, also wenn ich sage, die Frauen kommen ja doch nicht, die Männer wollen das nicht, dann haben wir ja gelernt, dass die Sprachkurse, auch gerade für Frauen, sie aus ihren Wohnungen geholt haben und sie neue Erfahrungen gemacht haben. Oder wenn sie in den Kindergärten bei den Elternsprechtagen dabei sind. Oder wenn wir bei den Eltern, beim Elternaustausch, ist es ganz wichtig, dass sie sich auf Augenhöhe austauschen können und dabei einfach berichten, wie ist es bei uns in der Familie. Denn unsere bisherigen Kompetenzen für diesen Bereich, den haben wir erst ganz spät auch in der Erzieherinnenausbildung, in die Lehrkräfteausbildung aufgenommen. Wir haben immer noch eine Reihe von Bundesländern, wo ich fast gar nichts Spezifisches dazu lernen muss. Der Prozess ist längerfristig, aber unterschätzen Sie nicht, wie viele dieser Frauen bereits bei uns nicht nur in ihren eigenen Familien tätig sind, sondern auch in Berufen. Schauen Sie sich die Geschäftswelt an, die Handelswelt, schauen Sie sich die Büros an. Sie werden dadurch vertraut mit der anderen Kultur. Das heißt aber jetzt nicht, dass Sie gleich auf eine andere Kultur springen, sondern da vermischen sich ja Elemente. Überlegen Sie auch, wir in unseren Restaurants, ob Türken, Griechen und so weiter, erleben doch, es interessiert uns eine neue Kostprobe, eine neue Mahlzeit. Welche Gewürze benutzen Sie? Welche Koch- und Bratformen haben Sie? Und dass wir das gemeinsam machen. Ich nenne Ihnen am eigenen Beispiel, ich war damals in Dortmund und wollte auch etwas für die Sprachförderung tun und dachte, ach, Familienbildungsstätte oder Uni, es kam niemand. Trotz netter Einladung. Und dann habe ich überlegt mit meinen Kollegen, was können wir machen, bis wir auf die Idee kamen, wir gehen dahin, wo die sind, in die Schrebergärten. Und da haben wir dann durch das Interesse an ihren Gärten, an ihren Kulturen, im gemeinsamen Essen draußen im Grünen, oder unter einem Baumschutz Kontakt bekommen. Und dann kamen sie später auch in die Bildungseinrichtungen. Vielen, vielen Dank. Ihre Worte geben jedes Mal Hoffnung und Mut und eröffnen Perspektiven. Und ja, alles Gute, Frau Süssmuth. Und danke für Ihre Arbeit und Ihr Engagement. Ja, und ich wünsche Ihnen, dass Sie bei allen Widerständen, ich habe viele Widerstände gefunden, was alles nicht geht. Und durch die Praxis konnte ich oft sagen, was doch geht. Also wir sind nicht ohnmächtig und müssen so Angst davor haben, was das alles bringt, wenn wir das mit Menschen gemeinsam machen. Und deswegen ist nicht nur die politische Ebene, die Verwaltungsebene wichtig, sondern gerade die Beziehungsebene, die menschliche Ebene. Denn es sind Menschen wie du und ich. Und ich sage immer, bei aller Unterschiedlichkeit, Schmerz ist Schmerz. Folter wird durch die Kulturen vielleicht etwas unterschiedlich erschienen, erlebt. Aber das Wichtige ist, dass wir mal erst fragen, was verbindet uns als Menschen?